Hallo Freunde, ich bin's Paul und damit willkommen zu Bootsbauen und Schatzsuche. Seid ihr ready? Heute zusammen mit Boss Nugget, aka Roblox Felix, Dean & Dusk, Roblox Conny. Yo Leute. Und Conny! Also, yeah! Geiler Pullover. Nur Felix eigentlich, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ich habe hier noch ein Steuerrad auf jeden Fall anzubringen. Wir hauen jetzt wieder einfach alles drauf. Weil wir spielen wie alles drauf? Wir bauen das jetzt richtig smart hier. Wir bauen das richtig krass. Wir sind schon mittendrin in unserem Bau, Anton. Ja, ich bin auch schon mittendrin. Guck mal, was ich baue hier. Geht's nicht mehr dazu. Komm. Was ist das hier? Was ist mit deinem ich habe keinen Game-Chair. Da ist. Hier ist mein Bau. Was sind das für Teile? Der Chair gehört mir, der ist super gut. Ja, das hier. Was ist das? Das sind Sandkasten? Keine Ahnung. Wenn du so ein Boot hast. Warte. Ich hab's gleich. Oh, ich habe eine Kanone. Okay, die setze ich hier hin. Bitte wirklich vorsichtig benutzen, Leute. Also, ich bin mir sicher, ich bin hier ganz sicher, ja? Warum sitzt du da, Anton? Naja, ich denke, das ist eine smarte Position, um zu sitzen. Findet ihr du nicht? Du hast recht. Ich glaube nicht. Nein, ich denke, das ist... Ihr müsst halt so fahren, dass dann die Spitze nicht abgebrochen wird, weil die Spitze ist wichtig, hier ist mein Motor, ja? Also ich ja, meine auch. Stuhl für euch. Hier. Übrigens, ich habe noch voll viel Zeug zum dranbauen, also fahrt ja, nicht los. Du bist so ein starker... Ich sehe aus wie so ein Kind im Kindersitz neben dir. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Wir gehen jetzt Boot fahren. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Warte, wo bist du, Fuchs? Was ist das für Teile? Okay, lossegeln. Ja, lossegeln. Ey, warum kommen wir los? Ich war noch nicht fertig. Und die Masten schauen raus. Da wurden welche falsch platziert. Warte, chill mal. Warte. Wieso leckt das? Ach, Digga, da machst du. Mir leckt nichts. Oder warum bewegen wir uns manchmal auf einmal 40 Meter? So, jetzt. Okay, wir sind im Rennen. Ja, meiner ist in der Luft. Perfekt. Ah, wir müssen nach rechts, oder? Ich kann nichts machen. Ja, wir müssen nach links. Nach rechts. Ja. Ach so, ja, nach rechts. Oh ja, nach Gott, rechts. Beim letzten Mal war es links, sorry, my bad. Leute, können wir mal alle auf Turbo drücken, weil sonst fährt das Ding irgendwie nicht. Wo ist Turbo? Ich kann nicht Turbo, ich stick in der Luft. Ach so. Was ist Turbo? Ja, jetzt geht's. Oh! Was ist das? Wer macht das? Wer hat so viel Kontrolle über das Ding? Oha! Einer! Ich hab nicht so viel Kontrolle. Wenn ich lenke, passiert gar nichts. Ich kann das ja auch nicht. Okay, wer ist der Übeltäter? Einfach nur Gas drücken. Ich hab irgendwo drauf gedrückt gerade und dann haben wir... Oh! Wer war das? Aber ich weiß gar nicht wie. Wie kann ich das machen? Hä, du drückst es doch die ganze Zeit. Irgendwann musst du doch jetzt wissen, was du drückst. Wo ist der Knopf da? Ja, nein, ich bin doch in der Luft. Wie kann ich irgendwas steuern? Wo drückst du denn den Knopf, hä? Ich drück einfach A und B. Stimmt, du bist die ganze Zeit im freien Fall. Ja. Oh, lol. Ich drück das noch mal auf. Danke. Oh mein Gott. Okay. Ich werde niemals sterben. Also wir können eigentlich überhaupt nichts jetzt ausweichen. Wir können nur einen 360 machen, wenn wir Bock haben. Ja, das ist doch gut. Das ist ziemlich unnötig. Nee, den 360 müssen wir machen, bevor ich und Louis hier krepieren. Siehst du, das ist gut. Oh ja. Da können die einfach rückwärts fahren oder so? Ja, fahrt mal rückwärts. Ja. Dreht das Ding okay. Mal. Okay, weiter geht's. Das ist besser. Jetzt gehen die Motoren aber kaputt. Ja. Das ist kaputt. Teuer. Also wir haben... Easy. Ich weiß, das Spiel funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Das nervt. Ich glaube, unsere Schwarmintelligenz ist heute nicht so on fleek. Ja, es ist irgendwie irgendwas. Ah, das ist wieder eine Tür. Wer hat die Tür gesetzt? Ich. Die Tür ist wichtig. Nicht die Kanone bedienen, wenn wir damit selber in unser Boot schießen. Das macht keinen Sinn. Guck mal, da ist Flamingo. Ich liebe Flamingo. Ich liebe auch Flamingo. Und ich mache jetzt mal die Lautstärke hier. Achso, das sind Noten und keine Flamingos. Ja, das sind Noten. Nein, das sind Flamingos. Ja. Okay. Conny? Ja. Ey, meine Haare sind weg. Oh, mein Motor ist weg. Seit wann ist mein Motor weg? Seitdem wir rückwärts gefahren sind. Ich sitze nicht in der Luft, ich sitze neben Louis. Können wir mal ganz kurz stehen bleiben, please? Ja, ja. Nee. Wir sollten weiterfahren besser. Wegen den Noten. Jetzt sitze ich da, wo der King hingehört. Oh, jetzt kommt dieser Hammer. Hammer, komm. Warum können wir hüpfen? Seit wann können wir hüpfen? Keine Ahnung, was Fuchs die ganze Zeit macht. Was? Ich habe meine Hand hinter dir. Wer macht es? Wer macht es? Das macht Fuchs. Oh, nein! Nein! Tschüss! Nein, warte, Louis, komm! Oh, Leute, du hast es sogar geschafft. Nein, schon wieder! Ciao! Schönen Tag noch! Ciao! Nein! Du bist Louis. Oh mein Gott. Jetzt bin ich der alleinige König dieses Schiffes. Oh, wir können echt nicht mehr. Oh mein Gott, wir schon hier so im Königstuhl. Oh mein Gott, die wollen uns umbringen! Ja, die sollen mal aufhören, uns umzubringen, hä? Können die mal chillen? Ja, Junge, die können sogar...
Junge, okay, ja, sorry. Nein, oh, auf mein Gaming, nein! Ah, hey, hey, alles unter Kontrolle, Leute. Alles gut, mir geht's gut. Ich sitze auf einem Stuhl. Aber der Stuhl bewegt sich. Ja, ist doch egal, ich sitze auf dem Stuhl, ich bin sicher. Vorsicht. Du hängst aber an mir, kann das sein? Ja, ich hänge an dir. Ich bin jetzt Teil des Schiffes auf einmal. Ja. Wie? Oh mein Gott. Nein, diese dumme Kiste. Die bringt gar nichts. Warte, ich kümmere mich darum. Bam. Oh mein Gott, was? Was? Hä? Ich weiß auch nicht, was das ist, hä? Warte. Fuchs, nein, bitte werf mich nicht über Bord, Fuchs, nein! Wir haben, hey. Was auch immer passiert, Fuchs darf nicht über Bord gehen. Nein! Also ich habe mir ein kleines Bötchen gebaut. Ja, ich würde sagen, jeder baut jetzt sein eigenes Boot. Jeder baut jetzt sein eigenes Bötchen. Machen wir das jetzt echt, oder was? Wir sind jetzt Einzelgänger. Ich sehe das nicht mehr ein, mit euch zu segeln. Ich habe keine Baumaterialien mehr. Ich krieg das hin. Das muss ich, by the way, gerade auch machen. Ja, ich habe auch Platz für Gäste. Was für Gäste? So, jetzt habe ich auf jeden Fall Stoßdämpfer. Also mein Schiff ist sehr reich. So, ich bin fertig mit meinem Bötchen. Ich bin noch nicht ganz. Ich muss meine Kanone noch intelligent platzieren. Kanone? Ich mein eigenes Schiff. Ich habe keine Kanone. Das wäre zum Beispiel ein Dream. Ich bin auch ready. Ready. Okay, ich hab richtig viele Schiffe. Ist das Düsenantriebe oder was ist das hier hinten, Louis? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde, mein Boot ist das hübscheste. Mhm. Guck dir meins an. Okay, das von Louis ist auch nice. Meins ist sehr beeindruckend einfach. Jetzt muss ich noch meine ganzen Truhen platzieren. Roblox Paul hat es. Das ist der Düsenantrieb. Und dann noch eine Fackel an den Mast. Ich helfe dir noch. Die werden doch gleich alle runterfallen. Ja, natürlich. Aber das ist der Start. Du kriegst von mir auch noch hier eine Kiste. Ja, dann kriegst du von mir auch noch welche. Und danke, Leute. Hier noch irgendwas auch immer das ist, kriegst du von mir. Oh mein Gott, das ist... Ich habe übrigens im Notfall immer noch zwei Plätze frei, ne? Also. Ja, nein, jeder fährt sein eigenes Boot. Ich bin gespannt, ob das Boot von Paul umfällt. Ey, das wird es nicht. Das wird es nicht. So. Jetzt gleich direkt das erste Mal was passiert. Los segeln, Leute. Oh. Ja, yeah. Mein Gott. Yeah. Es geht nach rechts übrigens. Oh ja, ich komm da, Leute. Hey, machen wir mit Abschießen eine Kanone. Nee. Nein, ohne Abschießen, ne? Auf euren Motor schießen hier. Wobei, nein, ihr fahrt vor, ihr macht die Hindernisse weg. Ich habe eine Kanone, ich habe alles unter Kontrolle. Okay, ich fahre hinter dir her, Louis. Mann, Treffer. Ich habe aber keine Kanone. Rum, ist mir doch egal. Dann muss dein Boot halt ungewisse. Ich will auch spielen. Achso, warte, wo bist du? Ist das, was wir gerade machen, ist das so, wie man das Spiel eigentlich spielen sollte, mit einem kleinen Boot, das man auch steuern kann? Ja. Aber es fühlt sich so an, als wäre das so, wie es gedacht ist. Es gibt Leute, die bauen Riesenschiffe. Ja, manche bauen auch... Ja, das stimmt. Die machen echt den... Bauen ganze Inseln. Aua, du hast mich nicht gewarnt, Louis. Wie könnt ihr schon in der dritten Ebene sein? Ich bin doch lieber in den Wir haben nur mal effizient gebaut. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Ihr könnt, nachdem ihr gestorben seid, nochmal ein neues Boot bauen und überholt mich dann trotzdem noch. Ja. Wahrscheinlich, weil ich bin. Das wäre dann sehr, sehr lustig. Oh, kann man eigentlich sein Boot, das man gebaut hat, speichern fürs nächste Mal? Ja, hab ich gedacht. Muss man das du hast gerade das gespeichert, was voll schlecht ist und nicht funktioniert. Ui. Ey, ich... Nein! Jetzt weiß ich, warum wir hochgefallen sind. Das ist der Bannhammer, der uns immer hochschleudert. Ja, das hab ich doch gesagt. Oh, er hat niemand zugehört. Nein! Oh, nein! Das ist sehr schlecht. Mein erster Mast ist zerstört. Mein erster Mast ist zerstört. Das macht gar keinen Spaß. Das macht mir auch keinen Spaß. Endlich, warum kriegt mein Boot jetzt Schäden? Okay, ganz ruhig. Leute, wir haben alles unter Kontrolle. Das ist super schlecht. Ich will dich schnell weg. Ich will hier auch weg, aber ich bin gleich tot. Aua. Oh, ich muss gleich den Stuhl mal wechseln. Was? Ich bin gestorben, wie? Rest in peace, ich geh weiter. Oh. Aber ich war immerhin ganz vorne. Ich bin hier ganz alleine. Aber während ich darauf warte, dass die anderen Leute sterben, schreibt mal in die Kommentare, welches Boot ihr am besten fandet. Meins ist das Beste. Meins ist das Beste. Meins war am schnellsten, ich war ganz vorne. Meins war am beeindruckendsten. Ich kann mein Boot jetzt übel krass steuern, weil mein Sitz kaputt gegangen ist und ich jetzt das habe, was Fuchs hat. Ja, und wenn ich meinen Bildschirm bewege, also ne, wenn ich mich umgucke, so steuere ich das dann voll krass. Ich kaufe mir einfach mal so eine Truhe. Ich fahre mit Anton. Oh nein, ich bin tot, okay. Ja. Egal, was der sagt. Wir fahren zusammen, Louis. Ja. Ich habe Luftballons. Bau. Warte, ich muss noch eine weitere Truhe öffnen. Vielleicht kriege ich nochmal Luftballons. Ja, ich öffne auch gerade Truhe. Wie viele Sachen kommen aus der Truhe raus? Das kann jetzt langsam mal die Klappe halten. Ja, das ist immer so übel. Okay, egal. Wir legen dann mal los mit einer soliden Basis aus 4 Steinblöcken.
Das ist schon mal eine gute Basis. Kann da mein Stuhl hin? Na klar. Es wird dann noch ein bisschen geschmiegt von 5 Marmor. Aha, aha. Das wird man jetzt auf jeden Fall das beste Boot der Welt. Und das Ganze wird dann geschützt außen von ein wenig Eis. Eis. Weil man muss natürlich auch an die Umwelt denken. Hast du vielleicht noch ein Interesse an einer Schicht hiervon? Oh ja, sehr. Ich mache Metall außen hin. Das müsste Metall? Stark sein. Das kommt bei uns so vorne an die Spitze. Wir haben das hier, was auch immer das ist. Ich mache meins eckig. Guck mal, Doppelpanzerung. Soll ich meinen wieder wegmachen? Warum? Keine Ahnung, ich dachte, du machst ja jetzt noch eine Schicht. Ich weiß nicht, wie viel du davon hast. Ich habe noch 5 Stück. Dann sollten wir vielleicht hier hinten mal was bauen, oder? Das wird das beste Boot aller Zeiten. Ja. Warte, soll ich jetzt hier alles mit Stein füllen innen? So? Hey, wie viele Sachen habt ihr denn? Ich habe 20 Stück davon. Dann mach das. Wie können wir so viel Zeug haben? Wir haben gerade 2 Kisten geöffnet. Ich habe noch 2 Kisten geöffnet. Leute! Und das sogar sehr teure Kisten. Mm. Ich will euch helfen. Und? Geh weg. Nee, geh mal Pace. Weg. Pah. Ist so. Du kannst zu meinem Boot etwas beisteuern. Warte mal. Oh mein Gott, Anton, das ist so symmetrisch. Ja. Also meins ist nicht symmetrisch, aber meins ist sehr stark gepanzert vorne. Oh mein Gott, jetzt kann ich noch hier außen hat Metallblöcke. Die Dinger dran machen. Oh. So. Wir bauen hier noch einen Sicherheitsstuhl dann irgendwo ich hin. Ich hab nichts mehr. Was. Oh, ich hab Holz. Ich hab noch 8 Holz. Sicherheitsstuhl. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin bereit. Auf die Plätze, fertig, los. Los geht's. Hey, was ist mit der Kanone? Los geht's. Oh nein, meine Kanone. Haha, ihr habt keine Chance. Komm, Vollgas, Vollgas. Hey, warum schießt ihr überhaupt generell auf uns? Was ja, die haben keine Chance gegen uns mit ihrer Rumpelbude da hinten. Rumpelbude. Hey. Rumpelbude. Oh mein Gott. Hey, unsere Kisten sind voll noch dran. Ja? Okay, wer ist der Steuermann? Okay, langsamer, weil wir nicht wissen, was abgeht. Du bist der Steuermann. Okay. Oh. So viel zum Thema langsamer. Okay. Ich kann nicht steuern. Es ist okay, warte, dann bin ich der Steuermann. Ja, unsere Symmetrie wird zerstört. Okay. Ohne Symmetrie haben wir nichts mehr. Please? Boah, das war clean. Ich weiß nicht, wie es gerade bei euch aussieht, aber ich habe das Gefühl, bei euch sieht es gerade nicht so gut aus, oder? Bei uns sieht es ultra gut aus. Tatsächlich. Bei uns sieht es richtig gut aus. Wir können es schaffen. Wir müssen jetzt aufholen, Pace, damit die weiter vorne dann für uns wegtanken. Wir tanken gar nichts weg. Ja, wir tanken gar nichts weg. Okay, los, los, los. Uns geht so gut. Ah, jetzt kommt die blöde Sache. Oh, das ist rechts vorbei. Wir müssen schnell durch. Das ist egal, gerade durch. Okay. Pass auf, der Hammer kommt. Warte, ich gebe auch Gas. Ja. Warte, ich hab noch F als Notfall. Okay. Ich fahr schnell durch. Boom. Ja. Oh, wir haben die Stage überlebt. Hier wird's jetzt richtig unangenehm. Machst du weiter? Hier wird's jetzt richtig unangenehm. Und deswegen haben wir ein Dach. Was hab ich, wenn ich F drücke? Oh, die Masten. Oh, die Masten haben uns so gesaved gerade. Ich hab keine Ahnung, was du da hast. Ich hab gar nichts. Ich hab keinen Motor mehr, okay. Aber wir nehmen Schaden und ich kann irgendwie nicht mehr richtig lenken. Mir rühren, nicht die roten. Ja, so zum Thema. Ich hab keine Kontrolle mehr, wohin wir lenken. Die Schwarzen können wir problemlos berühren. Jetzt. Oh, Louis, du hast gerade so gut durchmanövriert. Mm. Ich hab dir das Ruder überlassen, weil ich wusste, du kannst das. Hier sollen wir, glaube ich, nicht in die Pfützen, oder? Ich weiß, die Metalldinger können wir noch. Oh nein! Fahren wir hier lang. Pass auf, ja. Ich glaube, die Metalldinger sollten eigentlich kein großes Problem sein. Aber ich habe Angst vor den Pipi-Flecken im Wasser. Ja, deswegen. Okay. Ah, die sind mehr als eine Stage hinter uns. Wir verlassen die Stage und die sind nicht mal drin. Okay. Hier können wir doch easy. Fährst du durch, oder? Ja, ich fahr durch. Ihr habt noch einen Motor? Ja klar, wir haben noch 2. Oh mein Gott, wir haben ein Problem. Aber mein Motor kontrolliert irgendwie nicht so gut, hab ich gedacht. Oh Gott! Okay, wir kommen vorbei. Soll ich übernehmen? Ja, ah, nein! Okay, jetzt sind wir. Nein! Komm durch. Das ist echt mies. Die anderen beiden sind schon weg. Die anderen beiden sind schon weg. Schiff geht's ganz gut. Ja. Macht euch keine Sorgen, Leute. Ja. Uns geht's gut. Oh mein Gott. Uns geht's ganz langsam gut. Ey, wir haben es aber in die letzte Stage geschafft. Wieso nur? Ja. Okay, ich öffne jetzt nochmal ein paar Kisten. Ja. Ich will noch ein Race. Ja. Ein Race willst du noch? Race. Na gut. Ich hätte gesagt, wir machen ein Viererboot, aber... Nur weil ihr Verlierer seid. Hä? Wir können noch eine zweite Etage für euch Verlierer oben rauf bauen. Wir machen jetzt ein kleines Boot. Ein kleines Boot. Okay, wenn ihr Verlierer wieder alleine verlieren wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Warte, ich kauf mal. Dann wird es nach hier schon anfangen, ich würde sagen. Wir haben gleich alles. Wir sind gleich rich. Hm. Oh, es nervt so hart, dass es immer wieder resettet. Hm. Oh, wie ruhig wir sind. Symmetrisch, was ich hier mache. Ja, schön, ist so. Alle so konzentriert. Es muss symmetrisch sein, egal was wir tun. Symmetrie um jeden Preis. So symmetrisch! Unsere Zuschauer denken sich die ganze Zeit, was heißt symmetrisch? Oh mein Gott. Wir können oben noch Chests hinbauen. Ja. So, und jetzt oben. Das gibt uns Schutz von oben.
Was baut denkst ihr denn du? Da wieder für Klops? Das ist kein Klops. Das ist wunderschön, gell? Es ist wunderschön. Unter so einem Ding heiraten, Leute. Hey, eures ist achtmal fetter und hat so 10.000 Unnötige getrunken. Das ist windschnittig. Leute, wie gesagt, ihr habt hier noch Platz bei uns. Weil mit euer Ding, das wird untergehen. Nein. Vor allem, was habt ihr euch da hinten für eine Mülltonne rangepflanzt? Das ist Antrieb, unser Turboantrieb. Aha. Turboantrieb, aha. Wir haben eine Fackel, die leuchtet uns den Weg von hinten. Ab also, jetzt? Ich bin ready. Okay. Oh nein, sie haben eine Fackel, Louis. Das könnte hart werden. Wollen wir jetzt mal anfangen? Ja, ich bin ready. Los geht's! Okay. Wo geht's lang? Es geht nach rechts. Los! Los! Es geht immer nach rechts. Ja, stimmt. Das ist echt sehr seltsam. Oh. Ah, viel Spaß. Das war ein guter Start. Das war wegen unserem coolen Maskottchen. Hm. Okay, du steuerst? Anton, oder? Ja, ich steuer. Ja, los, so. Macht uns die Hindernisse da vorne weg. Bam! Schluckt eure eigene Medizin! Das Schöne ist, wir müssen uns nicht wirklich Gedanken machen, wo wir hinsteuern. Wir folgen denen einfach. Und die machen alle Hindernisse für uns weg. Hey, stopp. Und wir schießen ihn in den Rücken. Bam. Hey! Nein! Mein Motor ist weg. Ein kleines das war's. Problem. Ich kann alleine das Ding nicht steuern. Warte. Ich kann sie aber abschießen. Okay, wir warten kurz. Ja. Hey, was ist jetzt passiert, hä? Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, der Zug. Hey! Komm, wir hauen jetzt ab, Louis. Vollgas. Easy. Hä, wie machen wir das gerade? Ich weiß nicht. Nein! Was denn? Easy. So, jetzt sind wir so los. Okay, das war jetzt. Hier müssen wir wirklich. Das ist witzig, weil wir beide versuchen, irgendwie wegzufahren. Ja. Oh, du wolltest da lang? Jetzt kann ich wieder nicht steuern. Ich konnte eine Welt. Ist ja auch egal. Ich wollte eigentlich hier lang. No! Oh nein! Oh mein Gott, jetzt wird's heftig. Oh Gott. Ja, mir geht's gut. Gut. Warte, ich muss kurz die Tür öffnen. Ja, gut. Okay. Ja, wir lassen uns durchtreiben und danach müssen wir mal wieder ein bisschen steuern. Ich blas mal die Luftballons auf. Ja. Okay, das ist schlecht. Oh, okay, das ist ein blödes Ding. Das ist sehr mies. Oh mein Gott. Louis. Wo ist die Reserve? Mir geht's gut. Keine Sorge, ich bring das Ding nach Hause. Okay. Ich bring das Ding nach Hause. Oh mein Gott. Die zweite Hälfte von unserem Boot ist gekommen und hat mich gerettet, aber dann bin ich trotzdem gestorben. Ja, also ich würde sagen, wir haben richtig gut gewonnen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert vor allem auch Roblox Paul. Der hat gerade erst neu angefangen. Ist in der Endcard verlinkt. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao. Steig ein.